Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mir Aranat. Und ich habe gerade eine Menge Fehlermeldungen bekommen, dass irgendwelche komischen Zaubereffekte nicht geladen werden konnten. Ich hoffe, es wirkt sich jetzt nicht wirklich auf das Spiel noch aus. Und hier haben wir schon so eine richtige Müllhalde. Nur dass die Müllhalde nicht so wenig wert ist, wie Müll das normalerweise ist. Und die Sprache bei mir ist schon wieder verwirrt. Es ist schrecklich. Laufe ich auch gerade richtig? Ja. Okay, wir mussten ja jetzt nochmal zum Irlan Hochland. Beziehungsweise mussten wir in den Süden vom Irlan Hochland. Weil es da angeblich in den Wäldern irgendwo einen Hellseher gibt. Wenn es den irgendwo gibt, werden wir den ja wohl irgendwo auch finden können. Ich würde sagen, wir reisen von hier aus mal nach Graal. Und dann vom Graal nach Osten zum Grafensitz und vom Grafensitz dann mit der Bahn weiter ins Hochland. Das heißt, wir haben wieder ordentlich Weg vor uns. Kann man sich schon wieder drauf freuen. Das hier wird wahrscheinlich eine Lauffolge, aber man weiß ja nie, was man noch so alles auf dem Weg findet, woran man so sein Schwert ausprobieren könnte. Hier in den Wäldern erwarte ich ja jetzt erstmal nur schwächere Gegner. Ist ja auch noch so ziemlich Anfangsgegend. Wo ich auch nicht weiß, ob die Entwickler der Mod darauf so geachtet haben. Und hier ist ein Stück Mauer, hatte ich das schon mal mir angeguckt. Hier könnte auch irgendwie noch was sein, zum Beispiel ein Skelett. Immerhin mit Gold. Aber sonst rutscht man hier nur ab. Man kann auch irgendwann die lokale Karte machen, wo die Tür rein gibt es auf keinen Fall. Und hier geht's runter. Auch wenn ich jetzt nicht ganz freiwillig hier runtergesprungen bin. Im Prinzip liegt es ja immer noch auf unserem Weg. So, ich darf mein Schwert ausprobieren. Komm her. Wo auch immer du bist. Okay, dann komm halt nicht her. Jetzt war. War noch niemand. Das gibt es doch gar nicht. Ich habe irgendwie immer im Kopf, dass das Schwert eigentlich Eisschaden machen müsste, aber das ist ja gar nicht so hier. Das hätte ja noch irgendeinen anderen interessanten Effekt. Was hat das für einen interessanten Effekt? Das ist mich neugierig. Festigen Willenskraft 10 Punkte. Also mehr nochmal sowas für Magier. Oder für Leute, die Magie widerstehen wollen. Die Ruinen von Morikdal. Hier direkt am Grafensitz liegen die. Na komm, lass dich treffen. Tut er auch noch, der Dummkopf. Wenn auch erst nach hunderten von Schlägen. Gefühlten jedenfalls. So, was gibt's denn hier Interessantes? So eine alte Festung ist doch immer interessant. Vor allem sieht die ziemlich groß aus. Fehlt jetzt eigentlich nur noch ein passender Eingang. Denn den finde ich gerade noch nicht. Vielleicht ist hier auch gar keiner. Ich kann eigentlich mal eben das Amulett der Erholung nutzen. Mir fällt gerade auf, dass wir sogar im Moment ohne Amulett der Stärke laufen können. Ist ja fast schon was ganz Besonderes und Highlight des Tages quasi. Na komm. Ich weiß, ich könnte auch den Speer benutzen, aber den kann ich ja nicht mehr trainieren. Außerdem haben wir den Speer schon so lange gesehen. Wo ich primär ja immer noch den Bogen nutzen wollte. Theoretisch gesehen kann ich auch noch die Stahlunglücksklinge nutzen. Wobei die ja auch wieder so eine Sache ist. Ist ja mehr so eine Waffe, damit lähmt man einmal. Oh, ein Bogen. Und
nachdem man dann einmal gelähmt hat, schlägt man zwar noch weiter drauf im Prinzip, macht man aber kaum Schaden und dreht nur die Aufladung ein bisschen runter. Die sind gerade nervig. Das sind zum Glück nicht die Großen, die haben die Stärke runterziehen können. Und wer schreit hier ständig, du willst den Tod finden? Vor allem zu wem? Zack, so geht das. So, ist hier jemand? Du bist hier. Dann fühle das Schwert. Na gut, Schwerter sind irgendwie auch überbewertet. Wo kriege ich jetzt die ganze Zeit Schaden? Der hat ja gerade nicht zugeschlagen. Jedenfalls hat man nicht gesehen, dass er zugeschlagen hat. Kann auch wieder sein, dass hier irgendwo noch ein Bogenschütze rumsteht. Mal gucken. Nein, nichts zu sehen. Dann mal auf nach Morigdal. Wow, hallo. Ja, Moment, ich wollte mich erstmal heilen. Und lasst mich doch auch mal heilen. Und dann schlage ich zu. Ich hätte vielleicht erst zuschlagen sollen, weil so viel halten nicht aus. Da brauchst du auch nochmal einen Heilzauber. So, die Schattendiener, die haben in der Regel ja nichts dabei. Obwohl ich das von diesen Elementardienern auch erst dachte, dann war es doch nicht der Fall. Also dann haben die manchmal schon was Schickes dabei gehabt. So, hier sieht man absolut gar nichts. Aber dafür hier wieder so ein kleines Drachenviech zum Beispiel. Ich finde irgendwie so, den Orten fehlt generell Inneneinrichtung. Nur mal ein bisschen Kritik an dieser Mod zu üben. Boah, das wird mir zu knapp. Ich brauche einen Heiltrank. Ich glaube, ich nehme mal alle schlechten Heiltränke, die ich noch habe. Ist das auch noch ein schlechter? Nee, das ist kein schlechter. So, jetzt habe ich auch lieber noch mal einen Speer genommen, um ganz auf Nummer sicher zu gehen. Da sieht man schon wieder so ein bisschen, da ist einer hinter der Tür. Vermutlich wieder eins dieser schwebenden Zauberviecher, die wir auch am Anfang hatten. So, jetzt heißt es aber eben erstmal wieder heilen. Was ich auch anfangs bei Morrowind nicht wusste, ist, dass man nicht hier so ständig auf die Taste hauen sollte und die Heilzauber so rausspammt quasi, sondern dass dann irgendwie die nicht ganz ihre Wirkung entfalten. Jedenfalls habe ich das dann nachher so festgestellt. So, ich bin wieder voll geheilt. Schattendiener, komm her. Ach, man merkt einfach, dass unsere Langwaffefähigkeit viel zu niedrig ist. Und mit viel zu niedrig meine ich wirklich viel zu niedrig. Um genau zu sein, 19. Wenn es jetzt nicht gestanden hätte, hätte ich gleich mal nachgeguckt. So. Jetzt ist Ruhe hier. Die drücken immer ordentlich Schaden rein. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden möchte. So, von wo kamen wir jetzt eigentlich? Wir kamen von da oben, das heißt, hier geht es noch weiter runter und dahinter ist schon wieder etwas. Also Grund zum Speichern und dann zum Tür aufbrechen. Auch wenn andersrum vermutlich besser gewesen wäre, falls wir jetzt nämlich sterben, muss ich die Tür schon wieder aufbrechen. Aber Schlossknacken hat sich jemand verbessert. Auch wenn Schlossknacken eigentlich Sicherheit heißt. So. Wieder mal sind sie zu zweit. Ich weiß nicht, warum das immer sein muss. Mir würde einer von denen nämlich auch schon reichen. So.
Damit sind wir auch, ich glaube, am Ende dieser Festung. Der Schrank ist verschlossen. Es hält uns allerdings nicht auf. Was uns aber auffällt, was wegzunehmen, ist, dass da gar nichts Schönes drin ist. Ja, hier ist scheinbar wirklich Ende. Ist schade. Aber kann man nichts machen. Außer für uns hier auf unseren Weg zurückbegeben. So, wieder Weltkarte. Und hier ist ja dann auch schon der Grafensitz, aber die Haltestelle ist nochmal weiter weg. Das heißt, noch sind wir nicht am Ende des Weges. Ah, das war auch die Festung, die man vom Grafensitz auch gesehen hatte. Wahrscheinlich haben dann auch die Wachen hier gesagt, du wirst ja den Tod finden. Es würde einiges erklären, wenn nicht sogar alles. Also vielleicht den Sinn des Lebens oder so. Ja, du machst das schon, ne? Viel Glück. Aber verflucht, ich kam ja gar nicht mehr raus, wenn ich mich richtig erinnere. Was mir gerade einfällt, Reparatur, wir haben nur noch einen. Kann euch nicht helfen. Du konntest mir auch welche verkaufen. Lasst euch sonst wo heilen. Nein, konntest du nicht, du konntest nur Sachen kaufen. Aber das bedeutet, du kannst mir die Beinschienen abkaufen. Nein, kannst du nicht, weil die viel zu teuer sind. Das wird viel zu teuer. Wie soll ich denn jemals jemanden finden, der mir die abkauft? Gab es den eigenen Schmied? Oder warst du das, der mir? Ja, du warst das. Das ist die große Frage, was, wenn ich diesem Ding verkaufe, bringt es irgendwie auch nicht so wirklich. Ich kann natürlich Dietrich und so weiter als Gegenwert kaufen, gegen Gifttränke kaufen. Aber so im Endeffekt macht das den Kohl auch nicht fett. Das heißt, wir beschränken uns mal nur auf die Reparatursachen hier. Und verkaufen tun wir nichts. So, 299. Sehr gut, macht er auch. War für ihn ja auch kein so schlechter Handel. Na, lasst mich hoch. Lass mich doch hoch, ich will hier doch nur rüber, weil ich sonst nie wieder rüberkomme. So, weiß ich jetzt nicht, wenn ich hier lang laufe, den Weg komme ich wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich nicht zur Haltestelle. So, da hinten haben wir wieder so einen Keiler. Mit dem muss ich mich auch anlegen, weil ich hier sonst, glaube ich, nicht lang komme. Ah, komm. Ich komme generell nicht lang. Was schön ist, der kommt auch nicht runter. Das heißt, ich habe jetzt Zeit rumzuprobieren, wie ich jetzt hier lang komme. Ich glaube, am ehesten komme ich hier so lang. Ja, in der Tat. Das sieht doch gut aus. Wir haben da noch Stücke Felder, auch wenn die gerade von einem Bären bedroht werden. Obwohl ich gar nicht weiß, ob Bären solche Sachen auch fressen. Also so Weizen und solche, naja, pflanzlichen Produkte hier halt. Ich glaube, mehr Ausdauer wird sich auch hier besser kaufen. Aber haben wir nicht und gibt es so schnell auch nicht. Na, 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 na. Ist aber gut hier, ich will ja auch nicht die ganze Zeit rumkämpfen. Ausgezeichnet. So, wer oder was ist denn das hier? Wer wohnt hier? Skokkos Hof. Und du bist Skokker. Du kannst mir aber nichts sagen. Nein, kannst du nicht. Gibt's Gerüchte? Oh, der königlichen Armee ist es gelungen, die Küstenstation vor Teras zurückzuerobern. Ist das eine neue Nachricht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
So, ich glaube, wenn wir jetzt aber dem Weg hier folgen, dann kommen wir demnächst auch zu der Haltestelle. Wir sehen da schon Schienen. Wow. Wo? Ach du. Oh Gott. Ich habe mich gerade so unglaublich erschrocken. Oder ich habe mich erschreckt. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt wirklich richtig heißt. Ich wäre immer davon ausgegangen, ich habe mich erschrocken. Aber in Wirklichkeit heißt es, glaube ich, ich habe mich erschreckt. Ja, ja. Das ist sowas, was ich nie auf die Kette kriegen werde. Ich glaube, bei dem Wort bin ich da auch nicht der Einzige. Da wo ja bestimmt viele gibt, die sagen, warum treffe ich diesen Bären nicht? Oder um zum Thema vorher zu bleiben. Wie kann man nur damit Probleme haben, mit erschreckt und erschrocken? Weil es einfach viele einfach so drin haben. Was wahrscheinlich eigentlich auch jeder haben sollte. Nur ich mal wieder nicht. Jetzt benutze ich gerade doch wieder einen Speer, weil ich wenig Gesundheit habe und die Folge gerne gleich beenden möchte, und zwar genau da am Bahnhof. Und deshalb sage ich auch schon mal euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, wenn wir hier schön Zug fahren. Bis dann, ciao.